Und damit begrüße ich herzlich hier zu Destiny Part 43 und immer noch im DLC von Haus der Wölfe. Ja, in der letzten Folge habe ich gesagt, wir haben eine Mission. Also, wir haben hier die zwei Missionen. Einmal sollten wir zum Mond wegen Tarnix. Das ist, glaube ich, ein Strike, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und auf der Venus. Nur, wenn ich jetzt da hingehe, auf den Mond, dann sehe ich, haben wir hier zwei Aufgaben. Und ich denke mal, dass ich das wahrscheinlich auch noch machen werde. Den Archon Schlechter. Gehört, glaube ich, zu einer Aufgabe, die ich anscheinend... Doch, hier. Das muss der Archon Schlechter sein. Und die werden wir auch noch machen. Aber alles zur Zeit. So, zuerst machen wir den Strike und dann sehen wir den ersten Strike von Haus der Wölfe. Hier auf YouTube, auf eurem Alpha Chief Kanal. Und ich bin gespannt, was für random Leute wir kriegen und ob die verdammt gut sind. Denn gute Leute brauchen wir im Strike, weil ich nicht so ganz gut bin. Ja, vielleicht haben wir Glück, dass wir direkt... Ne, haben wir doch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht haben wir direkt Glück, dass wir irgendwo joinen schon mitten im Kampf bei zwei Herren. Oder zwei Spieler. Sowas gibt's. Aber kommt nicht immer vor. So, jetzt muss ich eben kurz mein Mikro richten. Ich hoffe, dass jetzt so alles klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber ich denke, es wird ganz gut. Wird ganz gut. Ich muss mich nur so richtig positionieren. Ah, das wird schon. Nee, ich bin mit meinem neuen Rechner echt zufrieden. Und werde auch auf Amazon was dazu schreiben. Tanix gehört keinem Haus an. Er kniet vor keinem Banner nieder. Schwor seine Treue keinem Kelm. Er ist ein Mörder und darin sehr gut. Ich habe ihn verfolgt, ja? Seit die Wölfe ihre Ketten zerbrochen haben. Nun arbeitet Tanix für das Wolfsrudel. Doch nicht lange. Da bin ich mal gespannt. Mit dem guten Tanix. Also mit meinem Titan bin ich auch sehr weit. Also mit meinem Titan. Ach, die Aufgabe. Ha. Zu bestehen. So, werden wir jetzt erstmal durchrennen. Die habe ich schon mal gemacht. Die kenne ich schon. Räche die Opfer. Halte ihn durch. Davon ab, das Dunkel zu stehlen. So. Ja, eigentlich hilft da sehr gut Arkus-Waffen. Ja, ja, auch zum Glück. Aber, wie viele? Ich warte jetzt eigentlich und hoffe, dass meine... Ja, wenigstens eine Kollege. Gut, gut, gut. Komm. Komm. Machen wir beide, wenn er da rumsteht. Lass ihn da rumstehen. Momentan ist es ja echt oft, dass die Leute hier rumstehen. Ich jumpe da einfach durch und mache, wenn schon, eher die Hälfte. Guten Tag! So. Aber die sind ja auch nicht jetzt so stark. Level 28. Ist gut für mich, um meine Waffen, sag ich mal, zu pimpen. Pimp my weapon. Nee, das ist eigentlich gut. So, zack. Platz. Oh yeah. Ne, ich war... Also ich habe die Mission mit meinem Titan gemacht, vor kurzem. Und war natürlich gut, weil der Titan eine Fähigkeit... Oh, du hast ja eine schöne Klamotte. Weil der Titan eine Fähigkeit hat, ja, so einen Blasenschild zu machen. Also, du hast ja echt ein cooles Anzüchen. Nein, ja, du hast Eisenbanner gezockt. Hätte ich weitergemacht, hätte ich wahrscheinlich auch so einen Anzug, aber ich hatte echt keinen Bock mehr. Aufzugsfeld ist gestört. So ist es. Catch so. Genau über dir. Schwierigkeit Nummer 1 ist hier. Hier sind blöde Scharfschützen. Und auch ein Scharfschützen. Ich brauche echt langsam ein Scharfschützen. Wäre ein gutes. Habe ich eigentlich... Nee, nur mein Titan hat eins. Hier nicht, aber rüste ich mal hier die Arkus-Waffe aus. So. Vielleicht kann ich mit dem was reißen. Ja, mit der Waffe muss ich umgehen, weil die ist schnell, flink halt. Ja, seht ihr? Da muss ich das ruhige Ziel echt üben, aber die haut rein. Mehr will ich ja nicht. Die geht, wenn jemand richtig trifft. Oh, jetzt kann ich nie mehr. Und weg da. Holla, die Walfee. Komm mal. Oh, gib mir die am Keks.
So. Ja, sofort kommt der. Der Scharfschütze. Aber es spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Super ist aufgeladen. Sollte ich sterben, komme ich wieder. Ich glaube, beim wöchentlichen Dämmerungsstrike. Oder war das ein täglicher? Ich weiß es jetzt nicht. War es so, wenn man hier gestorben ist. Selbst wenn es kurz vorm Ende ist, muss man den kompletten Level wiederholen. Also so schön wie früher. Fies, aber gut. Was willst du machen? Jetzt kommt der. Oder ist er schon da? Der ist schon da. Der Obermacker. Nehmen wir erstmal das hier. Ja, das ist eine Ausweicherei. Ich finde, der ist so cool gemacht. Der erinnert mich an den Archon-Priester. Auf der Venus. Auch so ein Strike-Gegner. Sieht schon epic mega aus. Was ist er denn jetzt? Alter, hau hier nicht ab. Ach ja, ich hab ja keine Ahnung. Ich hab jetzt gerade kein. Oh, scheiße. Guten Tag. Mach mal bitte. Ja, jetzt haut er ab. Der haut ab. So. Kanix hat seine Aufmerksamkeit eben auf kurz dich gerichtet, Hüter. Witt. Du wurdest herausgefordert. Auf altem Wege. Kein Thema, ich gehe jetzt hoch. Kanix stört unsere Comms. Kämpfe tapfer, Hüter. Kämpfe für Ehre. Oh. Das ist jetzt doof. Bin jetzt doof gestorben. Wusste nicht, dass es da runter geht. Dankeschön. So. Weiter. Ich wollte mir eigentlich umschauen, ob da Geister gibt zum Sammeln, weil das habe ich hier ehrlich gesagt nicht gemacht, aber ja. Ich habe mich wirklich hier nie umgeschaut. Ich bin einfach nur gerannt. So, Meister. Ah, jetzt hätte ich gerne mal Titan. Ein Blasenschild wäre super. Okay, jetzt können wir den noch schwächen. Bitteschön. Das Schönste an diesem Strike-Boss, wenn man jetzt viel schwächen können, ist der, hat er am Ende die geschwächte Energie in der letzten Phase. Und wir haben hier, glaube ich, noch zwei Phasen. Oder auftaucht, oder wenigstens noch eine. Und dann ist er gut geschwächt, wenn wir jetzt einen super Raketenwerfer haben. Aber nein, ich habe gerade keine Muni. Meine Synthese, also die Ersatzmuni, die ich habe, will ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Schweber. Und ihr seid fies. Die Spezialmunition ist ja echt hier fast wieder down. Oh, ich glaube, der ist jetzt. Ne, der ballert noch hier. Komm, Digga, komm. Ah. Wir haben Keks. So. Erster Captain down. Ich glaube, der hat irgendeine spezielle Fähigkeit gerade. So. Jetzt kommen die Hayopais. Aber die sind ja nicht so schwierig. Einfach nur ein bisschen ballern. Kann ich auch mit der Primärwaffe machen. Oha. Na komm. Ich bleib doch einfach stehen. Hau nicht ab, ey. So, Raketenwerfer-Muni für die Arkus. Das ist perfekt. Müsste gleich losgehen. Also, das war jetzt die zweite Phase mit dem. Hier taucht er, glaube ich, auch nochmal auf. Aber vorerst haben wir hier noch einen blöden Gegner. Ich glaube, in meinem Let's Play hatte ich den schon. Ja, werdet ihr gleich sehen, wer das ist. Der ist leider ein bisschen anders fertig zu machen als sonst. So, bitteschön. Wenn sie ein bisschen aufhalten, uns Angst machen. So, ich glaube. Ja, genau, dieser Kampfläufer. Das Fiese an dem ist, normalerweise reicht es ja sonst, den einfach zu schwächen. Dann macht er so eine Art Hals auf. Dann sieht man seine Schwäche. Gut. Ja, dann sieht man seine Schwäche. Und, Hossa. Und, dann kann man draufballern und dann geht er kaputt. Nur bei dem ist es jetzt,
bringt diese Methode nicht mehr. Man muss jetzt alle seine 6 Beine schwächen, um ihn wirklich komplett zerstören zu können. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Komm, 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 bleib im Feuer. Geht doch. So, jetzt hab ich aber... Arcus-Bazooka. Zack. No. Wen's etwas. Ne? Kleine Vieh. Oh Mist. Der mag mich nicht. Ah, da sind die Fiesen. Da sind die Fiesen. Explosionsschweber. Mhm. Ah, bitteschön. So. Bevor ich da jetzt den einen wiederbelebe. Ja, leck. Ja. Ihr wisst schon, was ich sagen wollte. So. Kann ich jetzt? So, komm hier zurück. So, hast du? Und bitteschön. Das wird fies. Das wird sowas von fies. Ja, ja. Da du mich nicht leiden kannst, wissen wir ja schon. Ja, ist klar. Hm? Oh nein, sag nicht Explosionsschweber. Ja, ist klar. Nein, 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 fies, 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 fies. Oh. Ey, wie viele denn noch? So, jetzt der letzte kaputte. Okay. Komm her. Ja, das ist ein bisschen frustrierend hier in der Ecke. So, Moment, Moment. Ich lade mal eben nach. Okay. Trifft nicht mich wirklich und ja, toll. Oh. Herrlich. Herrlich. Jetzt störte natürlich die Hauswirtschaft. So. Aber nicht schlimm, wenn sie jetzt drauf ist, ne? Oha, oha, oha. Okay, okay. Nicht schlimm, ich bin ein Warlock. Ich kann mich wiederholen. So, und solange ich meine Arcus hier habe, geht das schon. Und bitteschön. Du wusstest doch. Könnt ihr nicht besonders leiden. Ja, jetzt habe ich natürlich kein Scharfschützengewehr. Ui, ich weiß jetzt nicht, wie lange hier die Folge geht, aber ich hoffe... Ah, ich hing gerade fest. Wir das schnell hinkriegen. So, jetzt bin ich aber als erstes den Scharfschützen zu plätten. Ah, es geht super. Weil die Scharfschützen nerven echt permanent. Und? Na komm. Leute, das müsst ihr ohne mich machen. Habt ihr den geplättet? Oh, nein! Ah. Ich würde gerne jetzt helfen, aber ich stehe gerade echt unter Druck. So, zack, down. Nee, mich nicht. Mich brauchst du jetzt nicht zu visieren. So. Oh so, das letzte Bein, das letzte Bein. Hier. Ich weiß nicht, ob das alles letzte ist, aber. Uch, 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 uch. Was da? Nervt nicht. Nix da. Ich komm wieder, mein Freund. Dankeschön. Gleich für die edle Spende. Zack, wenn es etwas Schaden. Und der ist down, der ist down. Geld down. So.
Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Ich glaube, die letzte Phase oder die vorletzte ist manchmal bei dem verschieden. Ich habe jetzt gerade keine Raketenwerfer. Normalerweise ist er hier vorne. Und da ist er ja schon. Hätte ich jetzt Raketenwerfer, könnte ich ihnen jetzt richtig schaden mit der Muni. So. Oh ja, bleib stehen. Oh ja, oh ja. So, ja. Wir haben ihn aber gut geschwächt. Wir haben ihn gut geschwächt. Ich glaube, da kommt jetzt nochmal, ne? Um die Ecke. Kein Thema. Scheiße, der ist abgehauen. Und meine Pistole hat sich verbessert. Kann ich da jetzt auf die Schnelle was machen? Wenn wir ein bisschen Zeit haben. Erhöht die Waffenstabilität. Perfekt. Fallen Captains unterdrücken, ja. Diese Waffe fügt gefallen geringen Bonusschaden zu. Ja, lass mal einen Bonusschaden. Ich glaube, Bonusschaden lass ich mal. Das kann helfen. Wow, jetzt wird ich aber gebeamt. Ist der Entfernung treffen, glaube ich nicht. Oh, jetzt brauche ich aber. Jetzt machen wir mal inne hier. Natürlich, jetzt bist du aber angefuchst, ne? Kein Thema, kein Thema, kein Thema. Ah, du bist jetzt da unten. Ja, bitte aber jauer, Alter. Bitte aber jauer. Digga, juckt mich nicht, was du vorhast. Ich muss jetzt schnell warten auf meine Granate. Und die dann hier oben auftauchen. Dann wird's lustig. So, so, komm her, komm her. Was ist denn jetzt da? Nervt mich, dass ich keine Raketen mehr vom Mini habe. Scheiße, scheiße, scheiße. Wieder primär wechseln. Korrekt. Wo ist der Vogel? Da ist er. Jetzt. Oh, das könnte wehtun. Das könnte da hinten wehtun. Nix da. Doch da. Verdammt. Ich komm sonst wieder, mein Freund. Überleg's dir. Überlegt euch das alles gut. Jetzt sieht es munitionstechnisch bescheiden aus. Oh. Ich brauche Munition, aber sowas von dringend. Leute, bitte dicke Wumme. Dicke Wumme Muni. Akku ist schön und gut, aber Akkus ist nicht alles. Boah, die sind ja auch jetzt. Heiß auf mich, guten Tag. Bin Arzt. So. Verdammte. Na, wenn's einer. Zack. Nein, nein, nein. Okay. So. Wo ist der Dicke? Dass ich immer noch keine Munition. Doch. Perfekt. So. Ah, da bist du. Bleib mal stehen. Wow. Wenigstens zweimal. Wenigstens ordentlich was geraubt, Junge. Ja. Erwischt, mein Freund. Erwischt. So, jetzt. Geht's hier richtig ab. Beruhig
Kommen noch welche? Ausgeschaltet. Eine kleine Angelegenheit. Ich liebe diesen Raketenwerfer. Mit Schatz von der Königin und meinem Respekt. Ja, ja, dein Respekt. Da, Klärchen. 20 Minuten, das passt sogar. Juhu. So, wird natürlich jetzt noch weiter gekillt. Macht ja nichts, aber ich bin gleich tot. Naja, jetzt nichts, was ich gebrauchen kann, aber ja, gut. 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 Sag ich jetzt mal nichts, aber wir fliegen erstmal zum Riff. Ja, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, ich muss jetzt noch weiter meine Klamotten aufpimpen. Ich guck mal eben nach. Ansonsten würde ich sagen, machen wir dann gleich hier auf dem Mond weiter. Ist ja noch eine Aufgabe. Was habe ich denn hier? So, du brauchst... Ja, das ist kein Thema. Haben wir schon mal gemacht. So, sonst haben wir hier nichts, sondern... Ja, ein Gramm, gut. Kann ich ja gleich machen. Ich denke mal, wir bleiben auf dem Mond. Dann machen wir die nächste Aufgabe, die angezeigt worden ist hier in DLC Haus der Wölfe. Ja, das brauche ich jetzt. Nicht wirklich. Nämlich der Archon-Schlechter, wo ich erwähnt habe. Der hier. Den machen wir. Ich glaube, den müsste ich jetzt gleich alleine machen. Aber ist ja nicht schlimm. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Destiny in Folge 44. Dann geht's weiter hier im DLC Haus der Wölfe. Und weil ihr bis jetzt Crota nicht gesehen habt bei mir, würde ich sagen, nach Haus der Wölfe oder zwischendurch machen wir ein bisschen Crota. Und ich hoffe, dass dann der Boller auch dabei ist. Denn ich möchte euch unbedingt die Raids zeigen. Und die sind ziemlich geil. Aber das mit den Raids, muss ich ehrlich sagen, werde ich nachkommentieren, weil sonst, naja, fällt das, glaube ich, ein bisschen schwer. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.